Die BFV-Rutschau hat heute in Wolfsburg stattgefunden. Wir befinden uns hier in der Autostadt in einer wunderbaren Location, die ganz hervorragend zu dem Thema ist. Also ich kenne BFV als Unternehmen. Ich habe mir die Agenda durchgelesen. Also in der Hinsicht hatte ich erstmal inhaltlich eine gewisse Vorstellung, dass es ein so toller Tag wird, ja, von dem Ambiente her, auch von den Vorträgen her und von der Runde her, wo man in einem kollegialen, in einen schnellen Austausch kommen kann. Und jetzt auch diese lockere Abendveranstaltung, auch mal wieder die Original-VW-Currywurst davor zu heben. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. BFV ist einer unserer Partner und ich habe viel hier gesehen, was ich auch schon kenne. Das hat so ein bisschen bestätigt, warum wir halt auch Partner sind. Was natürlich absolut informativ war, beziehungsweise ein spannender Vortrag, war von unserer Rallye-Expertin, der Jutta Kleinschmidt, so wie sie das vorgetragen hat. Das ist ja schon eine tolle Sache und finde ich schon sehr innovativ, was sie auch erzählt hat, war sehr, sehr interessant. Und natürlich hier auch der kurze Einblick in die Autostadt. Man konnte so viel Eindrücke auch finden, wo man jetzt vielleicht im Nachgang einfach mal sagt, das lohnt sich hier einfach nochmal herzufahren. Ich habe heute tatsächlich dreimal in Kundenfeedbacks den Punkt gehört, dass diese Widersprüchlichkeit, die vermeintlich besteht zwischen Rallye-Sport, Motorsport und Nachhaltigkeit, dass wir die ein Stück auflösen konnten und dass die gemeinsame Diskussion über diese Themen auch Sinn machen kann und zielführend sein kann. Und ich glaube, das ist für viele eben auch einfach nochmal eine wichtige Information gewesen, dass man eben sieht, dass der Kunde bei BFV in guten Händen ist und wir eben auch von der Sache was verstehen, neue Techniken fördern und die Nachhaltigkeit bei uns eben wirklich gelebt wird und nicht nur, ich sag mal, ein Lippenbekenntnis ist. Also ich finde, es hat deutlich meine Erwartungen übertroffen und habe mich gefreut, dass BFV diese Veranstaltung geplant hat, dass sie mich eingeladen haben und ich komme auch gerne mal wieder. Es hat wieder, genauso wie beim letzten Mal, sehr viel Spaß gemacht.